Es geht schon los. Jetzt war ich ganz in das Buch vertieft. Und zwar möchte ich euch heute das Buch Spion im Widerwillen von Mila Roth vorstellen. Das Buch ist im Juni 2012 im Eigenverlag erschienen. In diesem Buch, das ist der erste Fall für Markus Neumann und Jana Berg. Jana Berg ist eine Hausfrau und Mutter von Zwillingen, eine Pflegemutter, die unerwartet in einen Kriminalfall verwickelt wird. Sie möchte eigentlich nur ihre Schwester vom Flughafen abholen und da taucht dann ein Reinigungsmann auf, der ihr einen Umschlag in die Hand drückt und sagt, dass sie diesen Umschlag bei jemandem abgeben muss. Und dann nimmt das Ganze seine Wendung. Mila Roth hat diesen Roman sehr unterhaltsam, abwechslungsreich und sehr spannend geschrieben. Das ist der erste Roman einer Serie, die sie angefangen hat. Und mir hat dieses Buch sehr gut gefallen. Gut, die TV-Junkies meiner Generation werden sich natürlich anhand der Inhaltsangabe ein bisschen an eine andere Serie erinnert fühlen. Aber ich sage Ihnen euch, wenn ihr Amanda King und Lee Stetson geliebt habt, ihr werdet die beiden vergöttern. Ich habe mich natürlich auch, Mila Roth war so nett und hat mir erlaubt, dass ich einen Teil aus diesem Buch euch vorlesen darf. Und es war für mich natürlich sehr schwierig, da auszuwählen, welchen Teil ich jetzt vornehme. Ich schlage jetzt einfach mal die Seite auf und lese einfach mal raus vor. Was sollte sie tun? Vielleicht war dieser Zettel ja wichtig. Doch Markus Neumann hatte ihr keine Telefonnummer hinterlassen, unter der sie ihn erreichen konnte. Weshalb auch? Weder er noch sie waren davon ausgegangen, dass sie noch einmal miteinander in Kontakt treten würden. Ihr fielen die Agenten ein, die das Haus beobachten sollten. Vielleicht konnten sie einen von ihnen den Zettel aushändigen. Da es noch immer kühl und regnerisch war, warf sich Jana rasch einen Parka über und verließ das Haus durch die Hintertür. Suchend blickte sie sich um, ging dann auf die Büsche zu, die das Grundstück zum Wald hin abgrenzten. Nirgends war auch nur die Spur eines Agenten zu sehen. Ob sie überhaupt noch hier waren? Hatte dieser Neumann vielleicht gar nicht die Wahrheit gesagt, als er ihr Personenschutz versprochen hatte? Die Ereignisse der vergangenen beiden Tage kamen Jana zunehmend unwirklich vor. Natürlich habe ich mich dann mit Mendigo beraten, der ja das Buch auch sehr verschlungen hat. Und wir haben uns natürlich überlegt, wenn wir schon eine Rezension machen, eine kurze, muss das Buch auch bewertet werden. Das Buch ist sehr schnell zu lesen, sehr leicht zu lesen. Wie man sieht, ist es ein sehr dünnes Buch. Und meine kleine Leseratte da unten reißt dich los. Wir haben uns entschieden, diesem Buch 4 Mendigos von 5 zu geben.